Auf Basis dieses Alurahmens mit gegossenem Aluheck hat Zontes auf der EICMA insgesamt 5 Modelle hingestellt. Und in diesem Rahmen hängt dann der schon etwas länger bekannte, aber bisher noch nicht so wirklich dagewesene oder gesehene neue Dreizylinder mit 700 Kubik und so knapp über 100 PS. Und wir sind auf der EICMA in Italien und da muss es natürlich auch ein Supersportler sein. Und die heißt in diesem Fall Zontes ZT703RR, hat also auch diesen Rahmen und diesen Dreizylinder. Und interessant, was tatsächlich aus dieser Kombination dann 5 Modelle werden können. Das Fahrwerk ist voll einstellbar und sehr interessant an diesen Modellen ist, also an allen 5, ist, dass die Bereifung komplett vom Premium-Hersteller Michelin werkseitig montiert ist. Zwar nicht in Europa alle hergestellt, teilweise dann auch in den Werken in Thailand. Das soll es der Qualität erstmal keinen Abbruch tun, aber es ist ein sehr interessanter Move für einen chinesischen Hersteller, die ja eigentlich ziemlich arg immer die Budget-Bereifung von No-Name wählen oder von Reifenherstellern, die einfach, wo wir wissen, dass das manchmal nicht so gut funktioniert. Also ein Modell davon ist eben die ZT703RR. Und wir müssen uns natürlich im Jahr 2024 auch über Crossover-Modelle unterhalten und in diesem Fall heißen die ZT703T für Touring. 17 Zoll Fahrwerk, Vollausstattung, also sieht ein bisschen aus wie eine große Enduro, hat aber einige sehr, sehr interessante Features, gerade für diese 700er-Klasse. Elektrisch höhenverstellbares Windschild, ein großes TFT-Display, wir haben Griffheizung ab Werk, wir haben eine Traktionskontrolle ist natürlich auch an Bord. Bremsen von Zhejiang, voll einstellbares Fahrwerk. Soll wiegen, fahrfertig, nur 206 Kilo. Ich glaube allerdings ohne dieses Kuppersystem. Warum? Denn die Supersportlerin, die RR, wiegt nur 10 Kilo weniger. Also für eine 700er ist das gerade noch okay. Für einen Supersportler ist es ein bisschen übergewichtig. Und deswegen glaube ich einfach, dass dieses Kuppersystem nicht dabei ist. Und wie es bei chinesischen Herstellern mittlerweile sehr üblich ist, Gabel von Mazzocchi, Federbein von KYB, kennt man unter Kayaba, Bremsanlage von Brembo-Tochter Zhejiang. Gabel bei allen Modellen, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, bei der RR voll einstellbar. Federvorspannung, Druckstufe, Zugstufe, Federbein mit mechanischer Federvorspannung. Und wie es so scheint, haben alle diese Modelle ab Werk einen Quickshifter verbaut. Ob hoch, ob auf jeden Fall hoch, ob ein Bleber dabei ist, weiß ich nicht ganz genau. Und das hat man Supersportler und wir hatten 17 Zoll Touring Bikes. Und dann darf natürlich auch ein Naked Bike nicht fehlen. Und das besticht auf jeden Fall mal durch eine ziemlich martialische, krasse Optik mit ein paar interessanten Features. Technisch Basis wie gehabt, die 703er Baureihe, ZT703R heißt das Naked Bike. Auch 102 PS, 74,5 Newtonmeter und ist mit dem Gewicht von 191 Kilo angegeben. Also diese Modelle bewegen sich alle ausstattungsbereinigt, alle im gleichen Gewichtsbereich. Auch hier die Ausstattung im Grunde gleich, voll einstellbares Fahrwerk, Traktionskontrolle, Sitzheizung, alle möglichen Features, elektronisch und eigentlich ein ganz nett gemachtes TFT-Display. Und auch das ist für chinesische Hersteller mittlerweile Serie, da ist immer irgendwo eine kleine Dashcam drin, um irgendwelche Fotos zu machen oder Filmaufnahmen zu machen. Ob das natürlich jetzt alles so DSGVO-konform ist, weiß ich nicht ganz genau. Ganz interessant vielleicht noch Reifengröße bei allen bisher gezeigten Modellen 120, 70, 17 vorne und 180, 55, 17 hinten. 3 von 5 Modellen haben wir schon, fehlen noch die beiden Enduros, die sind im Grunde gleich konstruiert. Der Unterschied ist, dass wir eine 19 Zoll Variante haben, also eine Variante mit 19 Zoll Vorderrad und 17 Zoll Hinterrad. Und hier dann wohl meiner Meinung nach das Topmodell mit sogar einer 21 Zoll Vorderradfelge, voll aufmunitioniert, wiegt dann auch stattliche 246 Kilo. Also für eine, wäre es eine 1200er, würde ich sagen, super gepackt. Für eine 700er mit 246 schon ein bisschen schwer, immerhin ein 22 Liter Tank und auch die schon bekannte Ausstattung,
Die Marke Zontes ist ja in Deutschland vor allem mit den hier drüben stehenden Rollern und den 350ern oder 125ern mehr oder weniger im Markt etabliert. Die 700er Modelle habe ich jetzt bisher in Deutschland noch nicht gesehen, aber ich habe zum Beispiel diese 19 Zoll Variante schon mal ein bisschen durch die Dolomiten fahren sehen. Also es scheint sie zu geben. Händlernetz wird wohl jetzt in den nächsten Monaten dann noch ausgebaut. Ich bin sehr gespannt, wann wir dann bei motorradonline.de die neuen 700er Modelle 5 sind es an der Zahl, dann irgendwann mal im Test haben werden.